Hä? Was soll das denn heißen? Na los, sag das doch! Nochmal. Haben Sie die ganze Zeit diskutiert? Es tut mir leid. Moment. Das ist eine Frau. Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Moment, ich muss meine alte Frauenstimme wieder herbekommen. Du bist nicht der... Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Sieht aus, als wenn ich heil wäre. Blödsinn! Ich, Bardo, soll Zelda nicht helfen können? Warum sollte ich sonst hier sein? Hä? Wer soll ihr denn sonst helfen? Hallo. Das hätte ich mir ja denken können. Du wieder. Natürlich kannst nur du allein Zelda retten. Ja, klar. Link. Lächerlich. Wen interessiert dieses angebliche Schicksal? Ich pfeife auf das Schicksal. Ich glaube kein Wort von diesem Unsinn. Bestimmt ist er gegen den Baum gelaufen. Er ist so ein Sensibelchen. Link, hast du Zelda gefunden? Dreimal. Du hast sie also auch getroffen. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Impa an verschiedene Orte reisen. Da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie gegangen sind, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lyra, die Zelda dir gegeben hat, du musst ihre Kraft zunutze machen. Also, Link, hast du schon versucht, die Lyra zu spielen? Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Drücke oben, um die Lyra in die Hand zu nehmen, und dann A, um die richtige Haltung einzunehmen. Darf ich? Ich habe das noch nie gemacht und du schon. Ja, okay. Hier, ja. Bitte sehr. Du musst es noch mal ein Handgelenk abmachen. Ich kann auch deine Hand einfach mit abreißen. Ja, du schaffst mit einem Band. Wer weiß. Ja! Kriegst noch nicht mal auf und deine Hand damit abreißen. Fail. Es biegt sich einfach mit. Ich habe Angst, das Teil abzubrechen, weil das ist schon passiert bei deinen Fellwillen. Bei deinen Felge? Fernbedienung. Charlie. Deine Ohren sind, glaube ich, wieder mal ein bisschen normal. Nicht wieder mal, sondern wie immer. Wie immer. Mal sehen, was hier jetzt ist. Oder hör das mit mir bestimmt. Dudelt einmal von links nach rechts und schön gespielt! Ja. Sehr schön gespielt. Machen wir weiter. Können wir KitKat essen? Versuche jetzt im selben Rhythmus wieder Lichtkreis zu spielen. Ich singe zu deiner Musik ein Lied. Viel Spaß! Das singst du, Charlie. Dieses Lied wird für dich auf deiner Reise nützlich sein. Dieses Lied wird dich auf deiner Reise nützlich sein. Oh ja, dann. Regenbogen! Du hast kein Talent dafür. Es wird unfähig. Ja, sie sagt, spiel etwas langsamer, dann spiel ich langsam und sagst du es immer noch. Doch, echt.
Du hast die Hymne der Göttin der Lehre, diese mysteriöse Männer, die schon noch so alt sind. Nein, keine Kit-Kats, sie sind für die Schule. Für meinen Bruder. Und für mich. Was? Zum Henker ist Punpun. Oh. Irgendwas zu essen. Eine Wand! Oh Gott, ist das eine heftige Wand. Die muss er besingen. Ich weiß. Vorlesen. Die Lyra, die du da hast, ist die Lyra der Göttin. Sie gehörte der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Ihre Melodien vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken. Ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, ist das Zeitportal. Das letzte seiner Art, die einzelne Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Link, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu würdest du von der Göttin auserwählt. Das ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich hätte erwartet, dass er bis dieses Entscheiden des Portals reagieren würde, aber das Siegel so schnell nachgibt. Wir reden später, Link. Du musst schnell nach draußen auf den Grund des Siegelhains. Soll ich das machen? Nein, nein, das will ich machen. Da raus. Halt, Link. Du musst eine Katastrophe verhindern. Raus. Es ist keine Zeit für andere Dinge. Geh durch dieses Tor hinaus und sieh nach, was dort draußen vorgeht. Musst du dich noch vorbereiten? Dann beeil dich. Wir sind vorbereitet. Ich brauche kein Getränk oder so, es geht. Wenn ich dich aber noch auf den Stuhl setzen können, hätte ich dein letztes Leben noch aufgeladen. Ich habe noch eine Fee dabei. So, jetzt gehe ich auch mal wieder ins Mikro ran, wenn ich selbst spiele. Boah. Sonst ist es ja nicht so wichtig, ne? Nö. Wow, ist die groß. Ich dachte, die wäre irgendwie kleiner. Was? Du bist Bardo. Also, was ist das? Die Erde, sie bebt. Ah, ein Erbim. Leg schnell zum Siegelhain in der Mitte, Siegelstein in der Mitte des Hains. Wer weiß, was das Böse erwacht. Du musst dich beeilen. Ich frag mich, woher weißt du, was Erdbeben sind? Banzai! Das freut mich auch. Mysteriöses Mysterium. Oh, das war verrückt. Hey! In den Alten hätte ich einfach komplett den Kreis runterlaufen müssen. Das hätte lange gedauert. Oh, ich glaube, ich weiß, was kommt. Yep, das Vieh. Ah, das ist Knüppel! Sehe ich auch so. Ja, guck mal, die kleinen Mini-Zähnchen. Jetzt ist sie aus, wenn es grinsen wird. Der Verband. Oh, weiß mal. Was? Seht ihr? Knüppel! Blöb. Er hat das Siegel gebrochen. Ich erzähle dir später mehr darüber. Falls du überlebst. Du musst jetzt erst dafür sorgen, dass er nicht aus seinem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. Ich muss deine Zähne kaputt machen. Warte. Mit einem Kescher. Oh. Auch das ist ein bisschen. Ist aber nicht so groß. Und hinten hat er auch noch Zehen. Was? Was ist das denn für ein Mutant? Was hat der für komische Zehen? Hinten noch irgendwie so Krallen, weißt du? Du kannst da wohl so lange den Angriff nicht beeilen, Julian. Das geht auf Zeit. Wenn er da oben angekommen ist, ist es vorbei. Ja. Siehst du, das geht doch. Du standest doch gerade eben noch. Jetzt musst du nach hinten rennen und vorne gegen das Ding an seinem Kopf schlagen. Ja, habe ich schon vermutet, weil... Logisch.
Stehen Sie da mal so komisch. Ja. Hat er eben in das Teil ins Kopf reingerammt? Was machst du da? Er wirbelt sich nach oben. Er schiebt's einfach wieder. Er hat einen Pickel bekommen. Oh Gott. Nein, das ist Zwiebel, das in seiner Nase steckt. Ist das nochmal noch? Jupp. Kannst einfach ganz schnell einschlagen. Ja, so habe ich mehrere auf einmal, wenn ich das gut treffe. Und treffe ich alle drei gleichzeitig. Oh, und dann ist sein Bein nur gefallen. Wer hätte den Fuß gesetzt? Der bessere Mann kann für beide sein. Das muss sau wehtun, das Teil ins Gehirn gerappt zu bekommen. Also wenn es ein Gehirn hat. Es ist so creepy, wie das Teil einfach so sieht. Oh Gott, da ist kein anderer Sturm mehr. Das hätte die Ausdauer werden. Ja, deswegen sind die also hier. Tippi, hallo. Übertreib mal nicht. Oh Gott, ey. So widerlich, wenn man seine Zähne so sagen. Blablabla. Wenn man sowieso nachwachsen würde, mit welchen von diesen würdest du dich freuen? Ja. Ich verliere nicht so oft meine Zehen. Ich verliere nicht so oft meine Zehen, aber danke. Ich weiß, das war eine dumme Idee. Gott, ey, spring noch schneller seit jetzt. Oh, du dummes Ding. Nein, 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 nein. Ach, ich hasse. Lauf einfach einmal vorbei, okay? So, und jetzt drehst du dich um. Du gehst zur anderen Seite jetzt. Ja, und jetzt gehst du gleich zur anderen Seite, ja. Was war das denn? Wie kommst du denn bei dem einen Mal so direkt? Weil er jetzt viel schneller läuft. Ja. Du musst dich jetzt cool aus Kapazität in Verbindung stellen. Kann man lernen, Papa! Mit dem! Ja, er ist. Also, er humpelt jetzt. Mit dem einen Fuß hat er total hinterhergehängt jetzt. So, los! Ich muss sagen, ich bin echt schiss, dass ich das verkacke, weil daran vorbeizukommen ist ein bisschen scheiße, wenn er da so blöde mit seinen Füßen ist. Oh, da ist er noch nicht blöde mit seinen Füßen. Ich kann dir ja fragen, dass er noch ein paar Mal wiederkommt. Ich glaub's dir aufs Wort, weil ich habe ihn auch später gemacht. Jedes Mal wird es später. Ja, nächstes Mal, sollte ich mir merken, dass ich gleich den Strom nach oben nehmen soll, damit ich nicht hinter ihm lande. Hinter ihm landen ist nicht gut. Nein, weil daran vorbeizukommen in seiner letzten Phase ist ein bisschen asozial. Ja, sehr, sehr schwer. Oh, er geht nicht ins Licht. Er wird nur gebannt. Und jetzt gleich. Schneeflocken. So, ja, sag ich da. Ja, Dreckflocken. Und ich werde ihn nicht stören. Drei. Oh, komm, es wird nicht reingerammt. Los, Link. Lenke den Himmelstrahl auf den Siegeshain. Siegelein, schnell. Stein, immer noch. Siegesein. Ja, Sieg. Siegelstein. Ich wollte fragen, was ist ein Siegesein? Ein Hain ist ein... Ja, das weiß ich selbst, du Fisch. Wieder ein Jaws, mal wieder nicht. Scheiß kalibriertes Teil, scheiß kalibriert. Gib mal her.
Warte, ich hab's doch. Gib mal her, gib mal her. Du kriegst das hin. Das ist auf deine Hand ausgerichtet. Mit den Synchronisieren jetzt. Das ist auf deine Hand ausgerichtet. Ist es überhaupt nicht? Doch. Gar nicht. Du musst jetzt da schlagen. Ich habe Okami gespielt. Das ist nichts anderes. Badass. Badass. Aber guck mal, er kann. Ausgesprochen. Er kann malen. Ja, genau. Zeichnen. Das ist voll das Mandala. Diese uralte Magie des Siegels. Das hat er alles erstellt. Uralte Magie des Mandalas. Den Zirkel will ich sehen. Oh. Sehr gut, Link. Auch wenn er gerade erst erwacht war, es war beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in sein Gefängnis zu versiegeln. Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du uns etwas Zeit verschafft. Diese Bestie ist der Verband, ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer, die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu zerbrechen. Du hast nur wenig Zeit, die dir auferlegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit mir, Link. Es gibt viel zu besprechen. Weil ich so viel Scheiße laber, darf ich so viel rausschneiden, weil ich komplett die Atmosphäre vernichte. Lass es doch rein. Das ist einfach so schön. Jetzt hat er gerafft, dass er nicht derjenige ist, der das ganze Zeug schuttern will und er kann. Er ist unbedeutend. Haha. Regel's mit den Keksen. Du siehst, das Portal ist im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Das ist so klein. Unter unserem Tisch wollen, genau. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere, sehr starke Kraft. Diese Kraft. Ist die Liebe. Kraft ist das heilige Licht, der Himmelstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die nötige Kraft, um das Portal zu öffnen. Damit du das Portal öffnen kannst, muss dein Schwert und du noch an Stärke gewinnen. Stärke? Der Wald von Fione, der Vulkan Eldi, die Wüste Ranel. Du musst an diese Orte verborgenen heiligen Flammen finden und dein Schwert in ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde. Erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Also man kann auch ein Schwert mit Schlamm reinigen. Hinweise zu den drei Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde die Hinweise und mache dich auf die Suche nach den drei heiligen Flammen. Kehre zunächst zum Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der den Text dieses Liedes kennt. Er guckt immer so depressiv. Ja, Zelda kann ich als einzige Person. Shit. Ich kann's auch. Es tut weh, das zugeben zu müssen, aber das Mütterchen hat wohl recht. Mütterchen. Ich kann Zelda nicht helfen. Aber... schade, doch keine Ahnung. Urteile nicht vorschnell. Du wirst sehen, auch du hast deine Aufgabe zu erfüllen. Geh nun, Link. Um Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen. Garantiert ist eine schicksalsgebundene Aufgabe sowas, dass er einen tödlichen Schuss für sie abfängt oder so. So ein richtig scheiß Zeug. Yay, fei. Die Hymne der Göttin. Ich vermute, dass es sich um das Lied handelt, das Zelda am Tag der Vogelreiterzeremonie vorgetragen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Ritterschule nähere Informationen zum Text des Liedes hat, liegt bei 85%. Wäre auch mein Versuch gewesen, mit dem Schuldirektor zu reden, weil der ist Zeldas Vater. Ja. Also der muss ja irgendwas wissen. Ja, wenn jemand ihr das Lied beigebracht hat, dann vermutlich ihr Vater, ne?
Nein. Nein. Das hat ihr die Göttin beigebracht. Ja. Und er spielt mit seinen Vögelchen. Vögelchen. Boxen. Nichts habe ich tun können. Einfach gar nichts. Shit, Scheißdreck, verdammt nochmal. Lauf, Forrest, lauf! Glaub, die Wand hat ihm doch nichts getan. Er muss die Wand besingen. Los, spiele der Wand was du. Komm, wir reden mal mit ihm. Liebes Tagmut, heute habe ich mich mit einer Wand angefreundet.